Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu The Wandering Village. Wir spielen weiter. Wir haben ja hier jetzt den Kundschafter wieder losgeschickt. Wir haben bald wieder einen Platz, wo Onwu sich hinlegen kann. Das werden wir ihm jetzt auch mal gleich sagen, dass er sich gleich hinlegen soll. Müssen wir bloß warten, bis unten angezeigt wird hier von wegen wunderbarer Orte, wo er sich hinlegen kann. So, und Platz. Genau, und du. Leg dich mal hin, mein Großer. Mein kleines Bröckchen. Genau. Und wo sollte damit auf jeden Fall eine Runde schlafen. So, wir haben das Futterkatapult fertig. Sehr schön. Wir werden hier einen rausnehmen, der dann bitte in das Futterkatapult hier auch noch reingehen sollte. Habe ich irgendwo einen aus Versehen rausgenommen? Hier nehmen wir mal einen raus. Genau, so, jetzt ist einer da drinnen. Genau, das sieht doch ganz gut aus. Genau, es wird weiter geforscht. Es wird gefuttert. Hier wird alles fertig gemacht. Jetzt muss ich bloß mal hier alles mir anschauen. Doch, das ist okay. Onwu Küche. Ja, ich hätte hier gerne eigentlich ein weniger, aber gut. Das ist ein bisschen doof. Aber wir könnten es ja eigentlich deaktivieren, weil wir brauchen momentan keinen Onwu Doktor. Das ist okay. So, unsere Kundschafter sind jetzt zurückgekehrt mit Holz, wie ich gerade sehe. Dann werden wir mal hier hinten hingehen, ins Bergwerk nochmal. Mal gucken, was wir da finden. Und wie gesagt, wir müssten hier ganz dringend mal was bauen. Das wäre nicht schlecht. Und wenn wir die dann fertig gebaut haben, werden wir so peu à peu hier unten weiterbauen. So. Wir werden hier noch eine hinstellen. Genau. Das sollte auch Prio 3 haben. Und wie gesagt, die meisten versuchen wir natürlich mit Hütten zu versorgen. Es kann aber auch sein, dass wir zwischendrin noch solche kleinen Zelte mitbauen, dass nicht alle in den Hütten schlafen können. Aber wir versuchen es zumindest. Das wäre schon mein Traum. So, was ist hiermit eigentlich? Mit den... Die können wir auch noch abholzen. Zack. Obwohl wir mit dem Holz eigentlich relativ gut dabei sind. Ich sag, die Mutterbäume würde ich hier lassen, immer noch. Wir haben 5 Eisenerz bekommen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür man Eisenerz braucht, aber gut. So, unser Dekontaminator ist jetzt mittlerweile immer noch nicht hier fertig. Was machst du denn hier? Kannst du dich mal bitte drum kümmern? Hier hinten ist genug Biogas drin. Du kannst dir auch einfach was holen. Was fehlt denn? Fehlende Ressourcen. Onwu Galle. Wofür? Du brauchst doch gar keine Onwu Galle. Wir haben doch Biogas. Verstehe ich nicht. So, Onwu geht. Oh, ich hab's verpasst. Oh nein. Kann ich das noch machen? Geh. Okay. Na, gerade noch so geschafft. Sehr schön. So, hier wird Onwu Futter hergestellt. Onwu Katapult. Interaktion anzeigen. Dann sollten wir mal Onwu füttern. Zu wenig Ressourcen. Ich dachte, hier ist was drin. Nee, ist es nicht. Standardfutter, Abführmittel, Verstopfungsmittel. Aha. Also auch. Diesen einen Bubbel hier. Das kann doch nicht sein, dass wir diesen einen Bubbel hier nicht hinkriegen. Ist doch... Ist nicht der Ernst. Na gut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Hütte hier unten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Giftresistenz plus 20%. Sehr schön. So. Dann wird jetzt hoffentlich hier weitergebaut.
So, wir haben jetzt übrigens keine Polenta mehr. Das heißt, wir werden jetzt wieder auf Rübensuppe umstellen. Und wir kommen kurz in einem Kältehaushalt. Wir werden unsere Kundschafter hier nochmal losschicken in den Berg. Kältehaushalt klingt auch erstmal total cool. Aber gut. Ich hoffe, dass nicht alle unsere Pflanzen erfrieren. Ah, ist halt sehr eisig, ne? Hier wächst nichts an unseren Kräutern. So, wir haben 7 Eisenerz bekommen. Und als nächstes werden wir... Man kann auch Leute zu den Giftwald hinschicken. Das ist ja mal cool. Werde ich jetzt nicht tun, aber... Obwohl, eigentlich hätte ich Bock darauf. Nein, wir werden unsere Kundschafter zum Steinbruch hier hinten hinschicken. Aber sollten wir uns mal merken, für die nächsten Sachen, dass wir unsere Kundschafter vielleicht mal auch in den Giftwald reinschicken. So. Wir haben immer noch keinen Birken hier. Obwohl hier fleißig. Nee, wird nicht fleißig. Da. Schlechte Nahrungsproduktion. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall um weitere Nahrung kümmern. Da sollten wir mal schauen, dass wir noch eine Küche bauen. Da werde ich mich mal drum kümmern. Aber erstmal würde ich gerne die hier fertig kriegen. So. Wir werden mal hier was abholzen. Und hier und hier und da und da. Das sollte auch Prio 1 sein. Und hier hinten könnten wir eigentlich auch noch. Zack. Und das könnten wir eigentlich auch noch wegmachen. Genau, das auch noch Prio 1. Genau. So. Aber das hier verstehe ich immer noch nicht. Ich habe hier 2 Leute. Und keiner von denen kümmert sich da hinten. Doch, jetzt. Er kümmert sich ja darum. Schnetze es nieder. Zersetze es. Los. Mach den letzten dort. Du sollst den hier wegmachen. Du Eumel. Das zersetzt sich doch von alleine, das Teil. Ach Mann, ey. Na gut. So, Onbu scheint sich unsicher zu sein, welchen Weg er geht. Ich wäre ja... Was ist das hier eigentlich? Lecker aussehende Steine. Die könnten zu Verstopfung führen. Oh. Ich würde ja gerne eigentlich nach Norden gehen. Onbu vertraut mein Fehler nicht. Okay, dann nicht, mein Freund. War nur ein Vorschlag. So, hier brauchen wir weitere Nahrungsmittel. So, wo bist du? Dort hinten. Genau, also wir müssen uns auf jeden Fall danach mal mit der Nahrung beschäftigen. Wenn wir jetzt hier alles an Häusern aufgebaut haben. Das wäre ganz sinnvoll. Wir haben 5 Eisenerz bekommen. Dann... werden wir uns... Ich möchte die Kundschafter jetzt mal hier hinschicken. Ich schicke die jetzt mal dahin. Ich möchte wissen, was in diesem Wald los ist. Ich weiß, es ist keine gute Idee eigentlich. Aber ich möchte es wissen. Ich bin da total gespannt. So, den deaktivieren wir erstmal, den Doktor. Wir sind ja nicht giftig. Wohnqualität ist noch nicht so, wo wir hinwollen. Aber bald... Genau. Auf jeden Fall haben gleich alle Leute ein Bett über dem Kopf. So. Hier unten, der macht mir immer noch Sorgen. Schlechte Wohnqualität, schlechte Nahrungsqualität. So, Hütte wurde errichtet. Sehr gut. Jetzt haben alle ein Dach über dem Kopf. Und wir könnten dann sogar abreißen und abreißen. So.
können wir hier noch den Baum wieder wegmachen. Hier, macht doch mal jemand diesen Bubble weg, ey. Das kann doch nicht sein, dass der immer noch nicht weg ist. So, für welchen Weg hat sich Unwu jetzt eigentlich entschieden? Für diesen Weg. Okay, sehr gut. Und wir haben mittlerweile keinen Brocken. Wo ist der hier eigentlich hin? Da unten, der futtert. Okay. So. Wir werden hier unten nochmal eine Hütte hinsetzen. Zack. Die setzen wir mal auch auf 2. 2. 2. Ich möchte nämlich endlich, dass dieses Bubs hier weggeht. Kümmert euch mal bitte darum. Das wäre mir ganz lieb. So. Den können wir noch weghauen. Wir haben zwar noch genug, aber wir brauchen auch einiges. So. Dann hoffe ich, dass der hier mal jetzt bald weggemacht wird. Das wäre klasse. So. Onboard ein neues Biom betreten. Wir sind in den Bergen. Wir sind schon die ganze Zeit in den Bergen. Und die Kundschafter haben übrigens 11 Holz mitgebracht, aber 2 von ihnen wurden vergiftet. Und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Eine kleine Siedlung, einer von nur wenigen verbleibenden Siedlungen, die noch nicht von den giftigen Pflanzen überwältigt wurden. Vielleicht möchten sich einige der Dorfbewohner uns auf Onwu anschließen, abhängig von der Zufriedenheit unserer Dorfbewohner. Na, wir gucken mal. Vielleicht möchten sich da einige anschließen. Wir probieren es einfach. Mehr als Nein sagen können sie ja nicht. So, 2 wurden wie gesagt hier vergiftet. Wir sollten unseren Onwu-Doktor vielleicht auch wieder einstellen. Das wäre ganz gut. Dann werden diese 2 auch geheilt. So. Der Onwu-Doktor geht los. Onwu kann hier eine Runde schlafen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Zack. Macht's. Aber das Ding hier wird trotzdem nicht weggemacht. Kann das sein? Hm. Wir haben 6 Alleskönner. So. Dann seid mal Alleskönner. Freunde. So, hier wird fleißig gebaut an der Hütte. Genau, Hütte fertig. Sehr gut. So, dann könnten wir mal überlegen, dass wir die hier abreißen. Ich überlege, ob ich doch nochmal einen Stachel hier wegmache, aber möchte eigentlich nicht diesen Stachel wegmachen. Onwu schläft immer noch. Ist mittlerweile denn eigentlich hier mal... Ach, hier. Wir haben mittlerweile ein... Es sind nicht alle Bedingungen erfüllt. Verringert Onwus Hunger um... Ach, warum nicht? Platz und geh. Mhm. Na, mal gucken. Was denn dort fehlt. Wir haben ja jetzt eigentlich alles gemacht. Ach, wahrscheinlich, weil er schläft. Er darf nicht schlafen. Müssen wir dann mal schauen. So, hier ist jetzt mittlerweile die Hütte weg. Das Zelt weg. Dann können wir eine Hütte bauen. Zack. Einer ist arbeitslos. Warum bist du arbeitslos? So. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in deinem Dorf
Wirst du sie deinem Dorf betreten lassen? Na klar, nehmen wir die auf. Bestätigen. 3 gesunde Menschen, 2 hungrige Menschen akzeptieren. Und damit brauchen wir natürlich mehr Betten. Aber das ist gar kein Problem, Freunde. Das kriegen wir hin. Kann man hier eigentlich auch Kundschafter hinschicken zur Futterstelle? Nein. Bergwerk, Holz. Was wollen wir als nächstes machen? Wir lassen sie Holz suchen. Kundschafter schicken. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall unsere Leute hier auch Arbeit geben. So. Und wir werden auch nochmal eine Küche bauen. Aber erstmal, Onbu möchte gerne weitergehen. Das werden wir natürlich auch zulassen. So, und dann gucken wir mal, dass wir Onbu füttern. Onbu füttern. In Vorbereitung. Das Ganze gucken wir uns mal an. Nicht jetzt, ich bin mit beschäftigt. Zack. Oh, habt ihr das gesehen? Er hat wirklich gefressen. Ist das cool. Sehr gut. Onbu füttern, erfolgreich, 100%. Yes, das ist doch sehr gut gewesen. Onbu streicheln wurde erforscht. Na, dann möchte ich jetzt mit ihm auch mal streicheln. Onbu streicheln. Und wo steht das? Achso, wir müssen Onbu-Doktor erstmal aktivieren. Das werden wir machen. Onbu-Doktor aktivieren. So. Und dann möchte ich gerne Onbu streicheln. Los. Streich ihn. So, hier oben ist es ja. Genau, die gehen jetzt hier rein. Jetzt fliegen sie los. Und wo fliegen sie hin? Ich will Onbu streicheln. Ich bin totale Banane. Ist mir egal. Ich streiche jetzt Onbu. Da, der geht da oben hin. Oh, ich würde jetzt gerne zu ihm auf den Kopf gehen. So, jetzt setzen sie da hin und jetzt knuddeln sie ihn, oder wie? Oh, nein. Ist das süß. Oh, oh Gott. Ich habe gerade einen kleinen Zuckerschock bekommen. Ich habe ihn gestreichelt. Sehr gut. So, Spiel vorbei. Danke, dass ihr so geschaut habt. Nein, natürlich nicht. Aber das war jetzt leider... Das war süß. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ich bin urstglücklich. So, weiter geht's. Wir wollen eine Küche bauen. Genau, nee, ich will noch eine zweite Küche bauen, damit wir hier so ein bisschen Nahrungsvielfalt haben. Das gefällt mir sonst nicht. So, wo wollen wir denn die Küche hinbauen? Wir bauen die jetzt... Wartet mal, was ist denn der Radius hiervon? Also... Da. Zack, da bauen wir die Küche hin. Die hätte ich gerne auch... Was war die zuerst bauen? Mehrere Gebäude sind eingestürzt. Och nee, was haben wir denn jetzt schon wieder? Noch ein hassliches Gewitter. Ach, du heiliger Strohsack. Hier, Kundschafter gibt ihr mal wenigstens weg. Da müsst ihr das Elend nicht mit ertragen. So. Haben wir da mittlerweile einen weiteren Klumpen hier? Nö. Schade. Und unsere Onbu-Küche ist auch diejenige, die natürlich mit eingestürzt ist. Wer hätte das gedacht? So, es wird hier fleißig weitergebaut. Erstmal alles reparieren. Ist natürlich ordentlich, was jetzt hier eingestürzt ist, ne? Aber gar kein Problem. Hier, es wird alles fleißig wieder aufgebaut. Sehr, sehr schön. Genau, was jetzt ein bisschen schlecht ist, ist, dass natürlich unsere Wasserproduktion jetzt nicht so gut aussieht. Wir haben 20 Alleskönner, dann könnten wir eigentlich hier die als Transporteure machen. Und der Rest soll Alleskönner sein. Das finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. So. Und das Ding hier, das Bubbele, ist immer noch nicht weg. Das glaube ich immer noch nicht. So, wir machen jetzt mal hier 5 Kontaminatoren rein. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt was hilft. Aber es muss doch mal irgendwann möglich sein, dass wir diesen letzten Bubbel hier wegmachen.
Das glaube ich doch nicht, dass der immer noch nicht da, immer noch da ist. So, frische Nahrung für Onbu gibt's hier. Das ist sehr gut. Unsere Kundschafter sollten... Ach so, hier, eine Entscheidung wird erwartet. Die Ausgrabungsstätte. Was wie ein Steinbruch aussieht, entpuppt sich als Ausgrabungsstätte, die mit den versteinerten Knochen eines riesigen Onbus gefüllt sind. Oh. Das sieht nach einem perfekten Ort aus, um seltene Ressourcen zu erbeuten. Wir müssen vorsichtig sein. Ein totes Onbu ist oft ein Zeichen für sich verbreitende giftige Sporen. Wir sollten Abstand halten. Hier gibt es wahrscheinlich Sporen. Wir nehmen ein paar Steine mit und gehen. Wir versuchen mal, seltene Ressourcen zu erbeuten. Und ja, wenn sie zurückkommen mit, naja, nicht wirklich guten, ne, Eigenschaften, werden wir das trotzdem machen. Wir haben 15 Steinplatten erhalten und 2 Arbeiter wurden vergiftet. Gar kein Problem. Unser Arzt ist auch in Einsatz und wir haben auch genug Kräuter. Also das ist nicht das Problem. Finde ich jedenfalls. So, wir könnten hier... Ach, der Mykologe sollte vielleicht auch mal wieder gebaut werden. So, und futtert natürlich fleißig weiter. Sehr gut. Und kann man diesen Bubble jetzt mal irgendwer hier bitte wegmachen? Wir haben hier 5 Dekontaminatoren. Irgendwer muss doch jetzt endlich mal hier loslegen. So. Und wo geht weiter? Das können wir ihm auch nochmal sagen, dass er bitte weitergeht. Achso, der befindet sich im Aufbau. Unser Hornbläser war auch betroffen worden. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, wir haben genug Leute, die hier tätig sind. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Genau, also Onbu geht's auch gut. Wie gesagt, was unsere Nahrungsproduktion angeht, sind wir im grünen Bereich soweit. Die Wohnqualität müssen wir noch steigern. Das ist so das Einzige, was definitiv noch ein Problem darstellt. Hier, baut mal bitte wieder alles auf, Kohlenknass. So, und hier? Es wird immer noch nicht. Warum wird das denn nicht zersetzt? Ich verstehe es nicht. Der steht rum. Untätig. Brauchen die wirklich diesen Gallenextrakt? Ich will den nicht haben. Naja, mal gucken. So, es wird fleißig aber auf jeden Fall gebaut. Hier haben wir die Onbu-Küche und da ist auch einer drin, oder muss da... Nee, der sucht weiter Pilze, wa? Da, genau. Was ist das Problem? Fehlende Ressourcen. Ja klar, weil der Mykologe muss ja erstmal wieder die Pilze hier abarbeiten. Okay. Wasser wird auf jeden Fall hier gefördert. Kommen wir eigentlich bald mal demnächst wieder in einem Gebiet rein. Wir werden unsere Arbeiter nochmal hier hinschicken. Unsere Kundschafter, nicht Arbeiter. Und dann wird Onbu wahrscheinlich bald wieder nach einer weiteren Entscheidung verlangen. So, wir sollten unsere Forschung auf jeden Fall wieder mal anfangen. So, wir haben kein Wissen. Aber wir könnten andere Sachen erforschen. Wie zum Beispiel das Lagerhaus. Das werden wir jetzt mal erforschen. So. Hier wird fleißig weiter gebaut. Alles repariert. Das ist ganz gut. Damit unsere Leute wieder Schlafplätze haben. Aber diese Bubble hier. Dass die nicht abgebaut wird, verstehe ich nicht. So, wir werden hier nochmal ein weiteres Feld machen. Wie gesagt, recht groß. Wir machen das jetzt wirklich mal groß. So. Damit wir genug Onbu-Futter haben. Also ein Gewitter fegt über unser Dorf hinweg. Ich habe doch gerade das eine fertig gehabt. Also die Gewitter machen mich jetzt aber auch fertig hier. Schon wieder alles weg hier. Mann, 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 Mann. So, machen wir mal 2 Transporter hier weg.
Los, baut mal wieder alles auf. Ist ja nicht so, dass wir erst wieder alles aufgebaut hatten. Na gut. Wir haben ja Gott sei Dank relativ viele Mitarbeiter hier. Das sollten wir hinkriegen. So, unsere Kundschafter sind wieder da. Onbu, werden wir mal sagen, er soll weiter nach Norn gehen. Er vertraut meinem Befehl natürlich nicht. Wir werden ihn jetzt mal ins Bergwerk schicken. Genau, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was kommt als nächstes auf uns zu? Hier ist auch nochmal so ein Sturm. Mal gucken, auf welchem Weg Onbu uns jetzt bringt. Müssen wir ja auch aufpassen, wenn er hier unten natürlich hier reingeht. Haben wir wieder ein anderes Problem, nämlich ich muss dann wieder umswitchen. Ja, gut, ich muss mich dann auf jeden Fall umändern mit unserer Nahrungsquelle Zoom. Und ja. So, aber wir haben alle wieder unsere Hütten gleich. Die Nahrungsqualität ist so das Einzige, was jetzt noch nicht stimmt. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber es wird alles fleißig weiter hier gemacht. Wir könnten ja eigentlich nochmal Onbu kuscheln. Was haltet ihr denn davon? Wollen wir nochmal Onbu kuscheln? So, ich möchte Onbu kuscheln. So. Onbu. Ach so, kann ich noch nicht. Onbu streichen. Hier in 25, 22, 21. Ja gut, das werden wir gleich noch machen. Onbu kuscheln. Ich möchte Onbu kuscheln. Ich möchte ihn die ganze Zeit nur abknutschen. So, wir haben dann noch Schlafplätze. Das sieht gut aus. Hier fehlen Ressourcen. Und das hier soll aber auf jeden Fall erstmal gemacht werden. So. Unsere Leute sind wieder da. Dann werden wir mal hier noch nach Kundschaftern losschicken. Mal gucken, was die uns bringen aus dieser Siedlung. Und jetzt könnten wir Onbu kuscheln. Wir werden nochmal Onbu streichen. In Vorbereitung. Hier fliegt der kleine Ballon los. Auf sein Kopf hinauf und dann wackelt er gleich wieder mit der Schwänzle. Passt immer auf. Ach, beste Folge ever, sage ich euch. Onbu kuscheln. Da Onbu wird gleich gestreichelt und macht er wieder... Oh nee, das ist so putzig. Oh, ich könnte die ganze Zeit streichen. Schade, dass wir das nicht machen können. So, einer wurde vergiftet. Warum wurde der vergiftet? Weil Onbu gestreichelt hat, oder wie? Das geht ja mal gar nicht. So, Onbu musste mal. Das ist sehr schön, dass Onbu mal musste. Ist jetzt die Bubble hier hinten weg? Immer noch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt... Ja. Wo gehst du hin? Du gehst was zu essen holen. Was fehlt dir denn, verdammte Axt? Du kannst doch nicht echt auf diese Gallen-Pups-Dingster-Bumster warten. Gallensaftextrakt. Den müssen wir... Wo müssen wir den denn bauen? Nee. In der Mitte hier? Nee, nicht dein Ernst. Doch, wir müssen den echt in der Mitte bauen. Hier, in der Mitte. Gut, liebe Leute, das mache ich in der nächsten Folge. Das werde ich jetzt nicht machen. Wir müssen diesen Gallensaftextraktor wirklich hier in der Mitte bauen. Und dann müssen wir auch noch einen Stachel entfernen. Oder wir machen die... Nee, wir müssen definitiv. Entweder Wasserbrunnen hier weg. Luftbrunnen. Und Küche. Wird nicht schön werden, aber das müssen wir in der nächsten Folge wahrscheinlich machen, damit wir diesen einen Bubbe da hinten noch wegkriegen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein zu The Wandering Village. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.